Ah, ist mal ganz schön außer Puste, wenn alles schnell gehen muss. So, jetzt gehe ich dann zum Pfützener Bahnhof und dann nach Krempelshofen und wenn es geht nach Lausheim-Blumegg. Das müsste mir eigentlich reichen. So, jetzt müsst ihr dann ein paar Minuten hier in den Pfützener Bahnhof einfahren. So, jetzt haben wir schon mal 2:30. Mal schauen, ob mir alles langt hier mit den anderen Zwischenstationen, wo ich noch hinfahren muss. Thank you.
Oh, ich muss ganz schön aus der Puste. Und der kommt schon. Jetzt ist er gerade über die Epfenhofener Brücke gefahren. Zuvor in den Bahnhof von Epfenhof. Und jetzt fährt er hier gleich über das Biesenbach-Viadukt. Entschuldigt, dass ich so ein bisschen außer Atem bin, aber es geht nicht anders. Ach, jetzt war ich also echt zum wiederholten Male hier oben an dem Biesenbach-Viadukt. Also wie gesagt, für einen alleine ist es wirklich kompliziert. Ich hätte fast wieder den hier verpasst, den Zug. Aber ich habe euch das ja schon so oft aufgenommen. Jetzt weiß ich nicht, soll ich noch mal warten, bis er mit der Leerlok zurückkommt? Innerhalb von einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde mal schauen. Ich überlege mir es noch. Eigentlich rentiert es ja nicht mehr. Ich habe das schon so oft aufgenommen hier von der Sauschwänzler Bahn. Hauptsächlich hier von dem Biesenbach-Viadukt, vom Epfenhofener Bahnhof, von Fützen, von Grimmelshofen und Lausheim-Blumegg. Naja, jetzt mal schauen. Jetzt warte ich halt nochmal ab. Nehme ich nochmal diese schöne Gegend auf, dass ich nicht ganz umsonst hier oben war. Das Wetter hält gerade noch so und ich würde sagen, das war das letzte Mal, dass ich jetzt hier oben bin für dieses Jahr. Die hören ja sowieso jetzt bald auf in 2-3 Wochen. Dann ist Saisonende und für mich ist hier oben an der Sauschwänzlerbahn dann auch Saisonende. Ich mache dann wieder
im schönen Schwarzwald weiter, wenn da wieder Sonderfahrten, also Dampflok-Sonderfahrten stattfinden. Die Gegend, wie ich schon so oft gesagt habe, ist ja echt wunderbar. Und für alle Wanderer, Urlauber und Eisenbahnfans würde ich vorschlagen, wenn ihr mal Lust habt, dann fahrt mal mit dem Sauschwänzlebähnle. Das rentiert sich echt. Ich bin auch schon mal mitgefahren, sogar zweimal vor längerer Zeit. Aber wenn man filmen möchte, ist es von außen einfach schöner. Genießt nochmal hier zum Abschluss den schönen Anblick hier vom Wutachtal und von dieser herrlichen Gegend im Südschwarzwald. Jetzt warte ich halt doch noch mal ab, bis der mit seiner 262er Dampflok zurückkommt. Oder mit seiner Mannschaft. Da waren ja mehrere auf der Lok drauf. Ich hoffe, ihr wart mit meinem Video, mit der Zusammenstellung zufrieden. Und mehr kann ich eigentlich nicht machen, als nur filmen. Natürlich habe ich nicht alle Stationen erreichen können. Ihr wisst ja warum. Weil einfach die Zeit für mich zu knapp ist. Ich nehme nochmal das schöne Farbenspiellauf hier. Von der Sonne her alles schön beleuchtet. Der Zug oder die Lok ist noch nicht da. Sieht einfach toll aus. Ich muss die Leerlok nicht verpassen, bei lauter Filme. Das sage ich immer so schön, lass dich überraschen, dann werden Träume wahr. Das war immer nicht was da, wo die Karel gesungen hat. Schade, dass er schon hinübergegangen ist, ins Jenseits. Ah, schön, die Sonne kommt immer wieder mal raus. Werden wieder die Wolken dazwischen geschoben. Das ist so herrlich, wenn man das Farbenspiel so sieht auf den Wiesen, an den Wäldern. Nur der Wind, der gefällt mir nicht so. Naja, man kann nicht alles haben, es kriegt den Sonnenschein. Und die Sonne nochmal mitnehmen. Solange sie noch scheint, lang wird es nicht mehr der Fall sein, dass sie scheint. Haben nämlich Regen vorausgesagt für heute Nacht. Und momentan hält es noch. Ja, jetzt mal Zeit, dass er kommt. Thank you.